Egal, wir machen gleich mal ein bisschen weiter. Ich glaube, meine Stimme geht so langsam im Arsch. Ich glaube, ich muss auf Arbeit mal ein bisschen weniger rumschreien. Aber das liegt leider so in der Arbeit. Mein Hauptorgan auf meiner Arbeit ist meine Stimme. Und genau deswegen muss ich sie ein bisschen trainieren, indem ich hier noch ein bisschen mehr rumschreie. Ja, denn was abhärtet, das ist gut für die Gesundheit oder so ähnlich. Egal. Heute kommt mein neuer PC an. Ich freue mich wie so ein Schnitzel. Höchstwahrscheinlich. Wenn nicht, kommt der Montag an, denn es ist immer noch schön, aber wäre natürlich heute schöner, weil es ist immer besser, wenn man seine Scheiße zusammen hat. Und ja, der gute Uta Lightbringer wird uns jetzt erstmal den Arsch aufreißen. Der Daniel Boone. Ich hoffe, er ist wirklich ein Boone. Denn wenn er ein Boone ist, denn ich glaube, diese Schiene fahren wir nicht nochmal. Irgendwie bin ich da sehr, sehr abgeneigt von. Und das, ja, komm, wir machen das so. Wir tossen einfach mal die komplette Hand und hoffen mal auf etwas Schöneres. Natürlich kriegen wir nichts Schöneres. Yay. Scheiße, Mann. Egal, wir können in der nächsten Runde, können wir ordentlich für Trouble sorgen. I'm trouble down, yeah, trouble down, I got trouble in my town. Oh ja, oh ja. Oh, Motherfucker, yeah. So, machen wir das so. Und dann haben wir auf einmal eine 3-3er-Kreatur auf dem Feld. Und das in der ersten Runde ist doch schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Ansage, würde ich sagen. Ein sehr komplizierter Mechanismus steckte hinter meiner letzten Aussage. Falls Sie diesen nicht verstehen, bitte ich Sie erneut um Vergebung. Melde mich zum Dankeschön. Dienst. Ja, den ping ich einfach. Hauen ihn nochmal aufs Maul. Und haben ihn runter auf 24. Er ist ein Paladin. Er könnte sehr viele Heilzauber haben. Und deswegen ist direkter Schaden auf ihn nicht so ganz so toll. Er könnte jetzt einen Hammer of Wrath spielen. Oder irgendwas anderes. Ja, sehr intelligente Aussage hier an dieser Stelle. Wir spielen auf jeden Fall eine Spiegelgestalt in der nächsten Runde. Mal gucken, was wir von dieser Spiegelgestalt bekommen. Wenn euer Gegner einen Gegner ausspielt, beschwört ihr eine Kopie desselben. Also das hier wirkt schon mal nicht. Wenn er das tut, kann er nichts machen. Ne? Er kann so oder so nichts machen. Das finde ich gut. Das bedeutet, er hebt sich den Scary Stuff auf. Und das ist schön. Zerstören trotzdem mal seine Kreaturen ist besser als nichts, würde ich mal sagen. In der nächsten Runde können wir dann einmal einen Kältekegel spielen. Ja, falls er irgendwas Böses plant. Oder lassen wir das erstmal noch? Wir lassen das erstmal noch. Wir können ihn zwar auf 6 hochbuffen, aber der ist zu anfällig gegen alles Lass Mögliche mich noch. nachdenken. Und nee, das mag ich nicht ganz. Also wirklich nicht. Er hat 4 Mana. Wir könnten eine Kopie vom Yeti bekommen. Er entscheidet sich für einen Hammer des Zorns. Gut, kann ich mitleben. Er höchstwahrscheinlich auch. Wir haben ein bisschen Kartennachteil. Aber das ist eigentlich vollkommen egal. Denn, scheiß drauf, wa? Ah, Keule! Natürlich, ne, die Combo ist immer noch nach wie vor super, falls er mal irgendwas beschissen Scaryes auf dem Stuff, auf dem Zeiger ruft. Und er holt sich einen Lehrling. Das ist schön. Den Lehrling werden wir natürlich jetzt, das habe ich jetzt nicht bedacht. Scheiße. Egal, Lehrling gegen Lehrling, würde ich da mal sagen. Und ja, ich bin sogar fast der Meinung, dass wir das einfach mal Cone of Cold. Cone of Cold oder ein Jedi? Ich bin für ein Jedi. Was soll ich nur tun? Ja, ich mache das so. Hauen ihn ins Gesicht. Und ja, gucken einfach mal, also wir können immer noch davon profitieren. Und den kleinen Pisser da, was soll er damit schon machen? King, Segen der Könige drauf und bäm, haut er unseren Yeti platt. Und ich denke mir den, what the fuck. 100 Pro, komm, mach es. Los, das wäre jetzt sehr, sehr schön von dir. Würdest du das bitte tun? Komm, komm, komm. Lass mich Nein, ich nachdenken. lasse dich nicht nachdenken. Tu es. Mach es. Na los, mach. Ja, komm, mach doch. Oh,
Boah, Leute. Musst du da echt noch großartig überlegen? Du hast 2, 4, 6, 8, 9 Karten auf der Hand. Du hast da unglaublich viele Möglichkeiten, mir irgendwas auszuwischen. Und übrigens, das, die Spiegelgestalt hat er extrem gut gekontert. Also mir hat das... Das hat mir nichts genutzt, diesen kleinen Pisser da zu spielen. Ich meine, hat er gut gemacht. Habe ich, glaube ich, auch ein bisschen schlecht gespielt an der Stelle. Echt Silber-Champion. Er wird mein Yeti rausnehmen. Aber das ist eigentlich vollkommen egal, denn er kriegt trotzdem ein bisschen aufs Maul. Und in der nächsten Runde kann er allerdings... Ja, komm. Mach du mal. Ja, gut, da können wir nicht viel weiter spielen. Oh, warte. Machen wir es lieber so. So. Und das ist, doch, das ist nett. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich den in der Mitte rausnehmen. Oder meinen, Schmied. Das kann auch gut sein. Oder er macht was ganz Verrücktes und haut, ich weiß es nicht. Was können Paladin? Ich bin mir da auch immer nicht ganz sicher. Ich weiß, dass sie gut buffen können und ich weiß, ich kenne so die hier, ne? Den kenne ich ganz gut und... Also die anderen Karten, Gleichheit könnte er spielen. Das macht alle auf einen HP runter. Das ist mit Weihe ein ziemlich netter Angriff. Also quasi, er macht alle runter auf einen HP und dann spielt er eine Weihe. Das ist hart. Das ist eine sehr, sehr krass Kombo. Also... Au! Er muss jetzt den hier töten. Au, Scheibenkleister. Okay. Okay. Er haut mir aufs Gesicht? Echtsaft? Okay. Das... Ah, nee, doch nicht. Gut. Gut. Kann ich alles noch mitleben, Leute? Das kann ich alles noch überleben. Wie machen wir das denn jetzt am dürfsten? Spielen wir das einmal, hoffen wir, dass er einmal gehittet wird? Ja, ne? Ansonsten haben wir da immer noch eine ziemliche Arschkarte. Machen so. Wir machen Cone of... So. Es ist an der Zeit. Und so. So, den können wir in der nächsten Runde noch pingen. Das ist vollkommen egal. Das ist... Nö, doch, das finde ich ganz in Ordnung so. Also der ist keine Gefahr, sagen wir es mal so. Wir können ihn nochmal einen Cone of Coal reinhauen. Wir können das machen. Wir können arkane Geschosse draufzaubern, dass ihn höchstwahrscheinlich treffen wird. Er hat noch einen echt Silber-Champion. Ich hasse dich! Ah ja, gut. Kannst du gerne machen. Habe ich jetzt nicht das Problem mit. Wird er den Spell... Beiden da töten? Ja, ne? Bestimmt. Ja, doch, er pointet schon in die Richtung. Wir haben ihn runter auf 12, the fuck? Okay. Ja, machen wir das einmal so. Auf in die Schlacht, Made. Es ist an der Zeit. So. Und dann lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Wir kamen nämlich überhaupt keine scheiß Champions. Champions. Oh Gott. Überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu tun gerade. Wir haben nämlich keine Monsterkarten. Ich glaube, wir haben zu viel Zauberkarten. Scheiße. Oh Mann. Das können wir einfach pingen. Das ist jetzt nicht das Problem. Und er spielt seine Seglerin wieder. Auch nicht so das Problem. Und zerstört er ihn oder geht er auf mich? Ich würde auf mich gehen, ja. Echt ernsthaft? Ich würde echt auf mich gehen, du kriegst den... Oder so. Gut, habe ich auch kein Problem mit. Hauen wir jetzt die Combo raus, oder... Nö, die Combo hauen wir noch nicht raus. Wir können ihn auf jeden Fall nicht töten. Oder hauen wir die Combo jetzt schon raus? Ja, das ist jetzt so die Frage. Wie können die Combo zweimal raushauen bisher? Das da? Und das. Frage ist jetzt, wie machen wir das am dürfsten? Ich frage mich, ob... In der nächsten Runde wird er uns für 14 hitten. Spürt mein
Können wir überleben? Können wir überleben? Wir können ihn noch so ein bisschen reizen, indem wir das einfach mal so lassen, das Feld. Und jetzt könnte er irgendwas Großes ausspielen. Spiel irgendwas Großes aus, mein Freund. Spiel irgendwas Großes aus. Na komm. Du kannst mich runter auf 16 bringen. Das ist viel. Ich frage mich. Du kannst es. Du kannst natürlich noch viel mehr machen. Das weiß ich. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sehr schön. Gut. Das wird ihn in der nächsten Runde ordentlich kosten. Und das ist schön. Ach nee. Machen wir es so. Und versuchen ihn davon abzuhalten, ihn zu töten. Ich hoffe, er kann es nicht. Ich hoffe es wirklich inständig, dass er es nicht kann. Denn wenn er es kann, dann haben wir so ein kleines Problem, würde ich sagen. Aber wir haben in der nächsten Runde immer noch sowas und das ist nicht ganz so toll. Miau. Ich hoffe. bitte mach nichts. Du hast bestimmt hier so ein Segen der Macht, ne? Nee, gut, er greift mich ins Gesicht an. Heilt sich um 2 und verliert sein komplettes Board. Sehr schön. Oder? Mond wird nicht fallen. Hä? Den habe ich jetzt nicht gerafft. Das war ein Fehler. Ja, das war wirklich ein Fehler, Kumpelinchen. Und machen wir es mal so. Hauen ihn einfach einmal und machen wir es so. Scheiß drauf. Er kann sich im Moment noch gerade so auf den Beinen halten. In der nächsten Runde können wir, falls er irgendwas Großes spielt... Ist mir das groß genug? Fisch nicht. Nee, das finde ich nicht gut. Ich glaube, er panikt gerade so ein bisschen. Ja, er panikt auf jeden Fall. Wir machen das einmal so. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Warte mal, wir können wirklich 2 Karten da raushauen. Das ist schön. Auf den oder auf den? Ja, komm. Auf ihn 2-mal bitte. Nein, nein, nein. Das war schlecht. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kartenvorteil jetzt auf unserer Seite. Und wir können in der nächsten Runde eine Weihe, okay. Naja, gut. Kann ich auch noch mitleben, Kollege. Scheiße. Ich muss mal ganz kurz weg. Warte mal. Scheiße. Wenn denn der Dingens 2-mal klingelt. Du, ich habe gerade keine Zeit. Ich komme gleich, okay? 5 Minuten. Oder geht schon mal irgendwo hin und kommt dann wieder oder so. Okay, bis gleich. Ja, wenn der Postmann 2-mal klingelt, aber das war nicht meine... Was ist das denn bitte? Oh, nein, das ist schön. Das mag ich. Kopiert er das Dingens mit? Ja, er kopiert es mit. Sehr schön. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Nun tun wir Folgendes machen, tun. Er muss jetzt beides töten. Er kann auch beides töten. Frage ist, wie er das beides tötet. So, er hat nur noch eine Karte auf der Hand und... ich weiß nicht genau, wie er es jetzt machen wird. Segen der Könige. Wir sind tot. Ach so, ja, stimmt, wir sind tot. Gut, was soll's? Das war unsere zweite Runde. Ich glaube, ich habe mich gerade zu sehr ablenken lassen. Wir hatten keinen Torn draußen. Ich behindere das Spasti. Na, wir hätten auch eh nichts machen können. Wir hätten, wartet mal, was hätten wir jetzt eben machen können? Ich muss mal gerade noch mal... Hätten wir irgendwas machen können? Da war eine 8-6er-Karte, eine 2-2er und 2-2. Die 2-2er hätten wir, die beiden hätten wir töten können. Einfach so. Mit Flamestrike. Hätten wir das, den Faceless nicht benutzt. Denn hätten wir vorher gepinkt, dann wäre er auf 4-2 runter, hätten wir so. Ja, wir hätten die Runde hätten wir noch überleben können. Das war dumm von mir. Ja, gut. Lasst euch nicht ablenken, Leute. Yeah!
Was soll's? Yay! Ja. Wie gesagt, das wird, glaube ich, ein absoluter Reinfall. Ich habe aber genug Gold fürs nächste Mal. Für die nächste Arena, also. Von daher ist das alles vollkommen da. Morks! Egal, gucken wir mal, ob meine Freundin da draußen noch steht. Nein, steht sie nicht. Was soll's? Egal, Keule, ich bin raus. Und ja, das ist Klaus. Und mich, ich bin weg. Ciao. Gott, nee. Nee, ich bin verwirrt gerade. Ciao. Ciao.